Hier wären wir. Aber das ist doch der Friedhof. Das passt jetzt wunderbar. Was tun wir denn hier? Leichen ausbügeln? Das wirst du schon noch sehen. Komm schon. Komm mir. Folge mir, mein Schatz. Ja. Folge mir. Wow. Hallo, Steinfrau. Bist du müde? Ich finde sie so putzig, weil... Egal, ob sie jetzt 10 oder 11 jetzt ist, manchmal ist sie so bittersüß wie halt ein 11-Jähriger und manchmal ist sie so erwachsen. Okay. Alter. Hier ist die letzte Ruhestätte deiner Eltern und auch deine. Alter, okay. Warum hierher? Warum... Wollte das nicht sehen? Warum hierher? Warum haben sie mich hierher denn gebracht? Tut mir leid, Fran. Aber die Dinge sind, wie sie sind. Deine Eltern wurden nun ermordet. Wenn wir wissen, wer sie getötet hat, kann uns das helfen, die Dinge richtig zu stellen. Erinnern Sie mich nicht. Was meinen Sie denn? Hm? Sag mal was, richtig. Doktor. Ach, dieses Gin Tonic. Bitte, Lemon. Ich meine damit, dass wir... Wenn wir die Schuldigen finden, Gerechtigkeit erleben. Mit dem Gesetz können wir so etwas bestrafen und andere davor schützen, verletzt zu werden. Yeah! Wie ein Power Ranger. Unser Doktor, der ist Hand and Way Power Ranger. Macht das roten Power... Okay, ich verstehe. Und wobei brauchen Sie meine Hilfe? Um Hinweise und Beweise, Beziehung wollte ich schon sagen, zu finden. Wir müssen die Särge öffnen. Nein, toll! Okay, ich helfe. Vielleicht kamen die Tödlichwürmer schon. Da haben wir ihn ja wieder, unseren kleinen Schnuckiputz. Wir, wie auch immer. Wir brauchen Schaufeln, um zu graben. Ich gehe nach links und du nach rechts. Wir sehen uns genau hier in ein paar Minütchen. Alles klar, Robert Caro? Ja, Dr. Dad, wir sehen uns. Verrückte Hölle. Ich frage mich, was die Frau in ihren Händen versteckt. Ist das ein Käfer? Ich sehe ja gar nichts. Und hier? Hast du nicht... Du dich nicht schon genug ausgeruht? Mädchen! Realität! Hier! Hier! Martin Bow! Father! Ernsthaft? Steht Father? Und Lucio Bow Deckard? Mother? Und Fran Bow Deckard? Und Daughter? Daughter? Sehr schön, oder? Gehen wir mal hier weiter. Wir sollen ja nach rechts gehen. Aha. Wir haben ja immer noch das Messer bei uns, oder? Das Messer. Kein Name, keine Blume, vielleicht niemand dort unten. Servus. Mein Name ist Thomas. Au, es klemmt. Das muss der Schaufel in der Blase sein. Ja, mach's doch mit Messer. Dann schmiss doch mit dem Fackel jetzt ab. Wieso ist denn diese blöde Schachtel hier eigentlich überhaupt nütze? Frag mich manchmal. Mach's dir hin. Okay. Ach ja, da, ja klar, das ist, klar ist es drin. Reise sei, Mädchen. So, benutze. Willst du mich ärgern, Mädchen? Jetzt mach diese Misttür auf, bitte. Mach sie doch auf. Bitte. Mach sie auf. Kann bald nicht mehr. Nein. Wo ist das Bild? Hier. Benutze die Zauberkarte. Vielleicht kann ich es rauspulen. Das klappt nicht. Ach ja. Aha, können wir da nochmal reinschauen. Jawohl! Gegettet, den Brechi! Half-Life spielen wir jetzt. Komm, wir können das sogar nochmal angucken. Ja, ich will hier wieder raus. Leck doch mal ein bisschen, leck doch! Wo ist denn überhaupt Dr. Dern? Er hat gesagt, er geht nach links. Und wo ist die Drecksau? Er macht den Scheißdreck. Der Scheiß grennt die Wand an. So, Half-Life, spielen wir doch mal ein bisschen damit. Yay! Jetzt? Ja, nee.
Du musst leise sein, Fabio. Oh, aber ich bin nicht Fabio. Ich bin Fran. Hallo, kleiner Kieferzapfen. Nein, wie süß jetzt wieder. Meine Fresse. Ach, hey. Das Bild ist einfach herzlich, oder? Was? Oh, meine Güte, ein Riese. Ich muss los. Keine Angst. Oh, bitte. Brauchst du ja keine Angst haben. Ich tu dir doch nichts. Ich dachte, Riesen können uns nicht sehen. Nett, dich zu treffen. Tschüss. Hab große Augen. Was? Ich glaube, ich kann dich sehen, weil ich sehr große Augen habe, siehst du? Ah, verstehe. Ich bin übrigens Sebastian, der Sammler des Stamms. Ich sag da nichts mehr dazu. Der Sammler des Stamms? Das klingt aufregend. Im Moment versuchen wir, etwas glänzendes Leder zu finden. Wir brauchen es für das Paarungsritual. Das will ich jetzt sehen. Kieferzapfenpaarung. Oh, das ist interessant. Glänzendes Leder. Letztes Mal haben wir Menschenhaut benutzt. Aber die Tödlichwürmer wollten sie zurück. Also suchen wir etwas, das künstlicher ist. Nun, ich hoffe, du findest das Leder. Sebastian, tust du mir einen Gefallen? Kommt auf den Gefallen an, große Dame. Ich frag mich, ob du mir die Tür von innen aufmachst. Bitte. Das könnte ich tun, aber wir können uns auch gegenseitig helfen. Bring mir ein Stück Leder und ich öffne die Tür, okay, große? Warum öffnest du jetzt nicht die Tür? Ich bring dir nachher das Leder. Aber wo soll ich das finden, hm? Na gut, ich schau, was ich tun kann. Nimm das Messer, schneid dir deine Haut weg. Okay. Achso. Oder habe ich das auf Kombinieren gemacht? Kombiniere. Nope. Was Künstliches. Ja, buddel mal rein hier. Buddel mal die Leine, scheiß Leichen aus. Buddel, scheiß Leichen aus. Lalalala. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber wir haben Brechen noch mit. Brusche. Das ist der Mr. Brecher. Warte mal. Kombinieren mit Polantos Kiste. Mach's mal kaputt, bitte. Nope. Ja, ich brauche jetzt mal wieder eine Idee. Was ich da hernehmen kann. Nimm mal diesen. Oh, ein süßer Teddybär. Ich habe da noch gar nicht drauf geklickt hier. Warte mal. Da gab's mal. Ich glaube, das gibt's ein Achievement. Übrigens, manchmal. Letztes Mal hat man die Achievements gesehen hier. Das ist sonst nicht immer. Yes! Errungenschaft freigeschalten. Memorial. Ich weiß jetzt nicht, ob man es diesmal sieht, aber. Ich hab's nur gelesen, dass man es kann. Es brennt halt. Okay. Ist auch sehr nett von mir, dass ich das gemacht habe. Komm, brech die Hand auf hier. Negativ. Schade. Sehr schade. Ja, was könnte man mit dem Brechen noch machen? Hätte man eigentlich auch mit dem Messer dran rütteln können. Ich muss eine Schaufel finden. Kannst du das nicht auch mit dem Messer? Dauert auch ein bisschen, aber... Geht auch? Bring ihn um. Ja, vielleicht gebe ich ihm mal was. Ich probiere es einfach mal. Vielleicht habe ich das schon in meinem Inventar. Das kann ich nicht tun, ja. Hier, das ist auch Leder. Ach so, das kann man nur lesen. Benutze sie. Ah, es macht mich wütend. Würde mir ausstinken, wenn ich du wäre. Anmalen wieder. Ja, schauen wir mal. In aller Freundschaft. Stichst du ab. Ich weiß nicht mehr, was ich denn... Was brauche ich denn nochmal? Leder. Leder im Auto? Schauen wir mal. Ich kann bestimmt was mit Messer machen. Es kommt darauf an, ob ich Leder... Das Auto sieht sehr gemütlich aus. Wetten. Ernsthaft? Ups. Okay.
Hat man mal die liebe Fran wieder was kaputt geschnippelt, hä? Sag ihr, liebe Antiherzin, ihr Messer ist Universalwerkzeug von ihr. Das Messer hat uns treu begleitet, relativ. So, ja, bitteschön. Kriegst du. Ach, es ist auch nicht schlecht, oder? Ist für ein schönes Bild wieder. Machen wir einen Screenshot gemacht davon. Moi. Das ist ein ganz kleiner. Hier, dein wächst auch schon mal Dreck aus dem Ohren. Guck mal. Wow, danke, große Dame. Unser Stamm, die Kiefertastischen, wird glücklich sein. Also die... Es geht ja um Paarungsverhalten. Die werden jetzt miteinander alle kopulieren. Und jetzt öffne ich die Tür für dich. Aber nicht gucken dann, wenn wir dann knödeln. Alter. Hey! Oh. Du hast du nicht wehgetan. Autsch. Geht's dir gut, Sebastian? Sebastian! Ja, ja. Mir geht's gut. Ja, danke schön, Franny. Gut, nun. Danke. Du hast die Tür geöffnet. Ja, danke schön für mich. Oh. Gern geschehen, große Dame. Fabio? Da ist Fabio jetzt. Ernsthaft? Hui! Oh, ich muss los. Gute Nacht. Hey, Fabio, warte. Ich hab das Leder. Zum gemeinsamen Poppen. Huch, sonst kann ich hier nichts gebrauchen. Die Gießkanne. Ja, geh halt mal. Gehst halt rein? Ist überhaupt. Jetzt hört man die ganze Zeit, wie die laufen. Ach so. Ach so. Du bist ja. Oh, boah. Also, okay. Da bist du ja, Fran. Schau mal, ich hab ne Schaufel gefunden. Graben wir. Ja, ich muss mitmachen. Nö. Das nichts Nützliches war drinnen jetzt, ne? Ja, mach weiter. Genau. Schände das Grab, komm schon. Schände es. Ja. Oh ja. Okay, es geht halt weiter. Auch cool, ne? Wie sie halt gemeinsam schaufeln. Und hier, da ist schon der erste Sarg. Oh fuck. Tja, jetzt brauchen wir etwas, um die Särge zu öffnen. Sie klemmen. Ich hätte ein Brecheisen im Auto, aber ich kann es nicht finden. Ich habe das Brecheisen genommen. Ich musste damit eine Tür öffnen. Wollen Sie sie wieder? Nein, Fran, aber du hast die Ehre, die Särge zu öffnen. Ja, sicher. Genau, ein 11-jähriges Kind. Klar, die kriegt den Schock für ihr Rest ihres Lebens. Machen wir mal die Mitte, das ist die Mami. Oh, achso, ich hab's angeklickt. Ich muss wieder jetzt von links nach rechts. Oder von hier. Hi. Geht's dir gut? Jetzt will ich die Abby wieder ins Screenie machen. Da ist die tote Katze drin, nicht sie. Juhu, juhu, ich bin nicht im Sarg. Supi. Oh Mama, du bist so dünn. Ein bisschen zu dünn würde ich sagen. Übrigens, die schauen jetzt eigentlich relativ ganz aus. Die sind doch total zerschnibbelt. Oh mein Papa, die Tödlichwürmer haben deine Augen genommen. Ich wünschte, du könntest mir sagen, wer dich mit mir genommen haben. Und aber ich glaube, das würde du als Kompliment auffassen, oder? Aber das kann nicht mein Kätzchen sein. Mr. Midnight ist zu Hause. Mir tut das jetzt schon sehr, sehr leid. Okay. So. Okay, hör auf zu lecken, Spiel. Hast du etwas gesehen, was uns dem Mörder näher bringt? Nein. Ich fühle mich nur sehr schlecht, dabei meine Eltern so zu sehen. Die tote Katze ist nicht meine Katze. Sie lügen. Fran, wie gesagt, deine Katze war verschwunden. Und das hier ist vielleicht deine Katze. Das kann nicht sein. Ich habe mein Kätzchen gefunden. Sie müssen mir doch glauben. Du glaubst mir halt doch endlich mal. Bringen Sie mich nach Hause und ich... Bäuer ich ihn an. Okay, Fran, ich bringe dich jetzt nach Hause. Ich kümmere mich später darum. Ich muss noch Hinweise finden. Danke sehr. Gehen wir. Jetzt lasst du das hier so offen und so ein Scheiß, ne? Ja, richtig, ne? Ja, genau. Beste. Tschüss, ne? Mal so. Rrrr.
Du hast keine Manieren. Ich habe keine Angst mehr vor dir. Ich nahm dir das Licht. Die du liebst. Die du respektierst. Und die, der Liebe du dir wünschst. Cool. Du zerbrochenes kleines Mädchen, sagt er. Shit. Das Haus des Wahnsinns lädt dich ein. Komm. Wenn du die, die du liebst, finden willst, musst du in der Dunkelheit erwachen. Wach jetzt auf, Fran. Wach auf. Kapitel 5, des Haus des Wahnsinns. Juhu! Letztes Kapitel. Tante Grace, bist du das? Mein Schatz, du bist endlich aufgewacht. Du bist zu Hause, Liebling. Bin ich? Wirklich? Das ist ja unglaublich. Ich bin so froh, dich zu sehen. Bitte umarm mich doch. Bald, mein Liebling. Bald. Und wo ist Mr. Midnight? Deine Katze? Naja, weißt du, er lief weg, nach dem, was er getan hatte. Was? Er lief weg? Aber was hat er denn getan, Mensch, mein Gott? Naja, deine Katze hat meine Schwester und deinen Vater getötet. Er ist ein Verräter. Ernsthaft? Glaubst du das auch wirklich, Tante Grace? Glaubst du das wirklich, ja? Das stimmt nicht. Er kann nicht. Das kann nicht stimmen. Er hat es nicht getan. Egal, ob es stimmt oder nicht. Aber am Ende braucht man immer einen Schuldigen, oder? Aber du kannst Mr. Midnight nicht die Schuld geben. Er ist mein bestester Freund. Edward auch und Polandros. Und dieser komische Terminist Herster und so. Es ist leichter, jemand anderen zu beschuldigen, als selbst Verantwortung zu übernehmen, oder? Ich übernehme immer die Verantwortung für meine Taten. Selbst wenn ich, wenn sie nicht so gut sind. Du bist ein gutes Mädchen. Ruh dich jetzt aus, Schatz. Das brauchst du. Oh mein Gott. Aber Tante Grace, verlass mich nicht. Warum bin ich ans Bett gekettet? Weil deine Hände schlimme Dinge tun, wenn sie nicht gefesselt sind. Wovon redest denn du da? Mach mich sofort los! Ich muss Mr. Midnight finden. Kleine, süße Fran. Sorge dich nicht um die Lügen. Der Wahrheitssuchende wird immer sterben, weil sich das Böse niemals versteckt. Kleine, süße Fran, ich gehe ins Bett. Gute Nacht und schlaf schön. Ich gehe jetzt mit meinem Dildo spielen. Und vergiss den Schmerz in deinem Geist. Du wurdest auserwählt zu leiden, zu weinen und zu hassen. Aber die Dunkelheit will dich von aller Schande befreien. Schlaf gut, Franny. Schlaf. Oh nein, lass mich nicht hier zurück, Tante Grace und so. Komm bitte zurück und die Tür ist weg. Warum verhält sie sich so komisch? Warum gibt sie, Mr. Midnight, die Schuld und so? Und so. Weibaum. Mein Kätzchen kann meine Eltern nicht getötet haben. Seine Krallen sind so klein und weich. Jawohl, die waren jetzt zerschnippelt. Ich hoffe, es geht ihm gut. Aber was soll ich jetzt tun? Ja, hier rausgehen, das wäre am besten, ne?
Tiki-Taka, Tiki-Taka, verrücktes Geräusch. Hört niemals auf. Hört niemals auf. Hört niemals auf. Hört niemals auf. Wenn ich so darüber nachdenke, der Uhrmacher sagt etwas von einer Geschichtenrealität. Vielleicht ist noch eine Version von mir hier in einer anderen Zeit. Oder vielleicht bin ich auch. Aber wenn es wahr ist, wie kann ich sie kontaktieren? Dr. Dern sagte, dass alles in meinem Kopf ist. Genau. Es ist alles in deinem Schädel. So. Dann wollen wir gehen. Ach, die Schwester hat mich ins Bett gefesselt. Schon wieder, ne? Ich benutze mal das mit Fran. Das klappt halt nicht. Mein Gott. Weißt du, du hast immer noch das Messer bei dir, Alter. Yes. Weißt du? Genau. Bran, Bernie, Bran. Hey, das habe ich gemalt. Das sind meine Kätzchen und ich und so ein Scheiß. Stifte, Zwergin, Teddy, Ballerina. Ja, alles an Ort und Stelle, süß. Mein Puppenhaus. Oh, so viele schöne Erinnerungen.